Hallo ihr Lieben, willkommen zum nächsten Warmgeschnuppert-Video und zwar für den Mai. Ich hatte es euch ja gestern in dem Video für April versprochen, dass ich die, ja ich nenne es jetzt mal Kältewelle, die im Moment herrscht, ausnutze und das Video auch noch drehen werde. Ja, und heute ist es sogar noch kühler als gestern und von daher habe ich jetzt die Gelegenheit genutzt und drehe jetzt für euch das Video noch für den Mai und dann sind wir auch durch mit den Videos erstmal und das nächste kommt ja dann erst wieder nächsten Monat und dann habe ich sozusagen meinen Rückstand aufgearbeitet und kann mich anderen Sachen widmen, anderen Videoprojekten oder wie auch immer. Ja, ich habe hier wieder mein Bullet Journal bei mir und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Duft, den ich anhatte im Mai. Der war auch schon im April-Video mit dabei und deswegen hatte der dann auch im Mai noch mal brennen dürfen und zwar ist es hier der Goose Creek Summer Sherbet, meine Güte, das ist aber auch ein blöder Name, ganz ehrlich. Ja, Summer Sherbet, der ist auch wieder mit dabei gewesen. Man sieht ja auch, den hatte ich schon ein paar Mal brennen und der ist auch echt top und ich lese euch dazu auch noch mal die Duftbeschreibung vor. Das Lieblingseis des Sommers, Summer Sherbet, ist ein Regenbogen von Aromen mit Orange, Zitrone, Limette, Pfirsich und Himbeere. Genau, habt ihr wahrscheinlich in dem anderen Video auch schon gesehen, aber ich lese es euch trotzdem nochmal vor. Und die war auf jeden Fall sehr toll. Ich muss natürlich auch nochmal drauf eingehen, wie ich die empfunden habe für die, die das andere Video halt nicht gesehen haben. Ich habe der auch 4 von 5 Punkten gegeben, weil die einfach total lecker riecht und oh, die geht so schwer auf. Die kriegt, meine Güte, oh, die riecht so lecker. Ich mag die so gerne. Das ist ein richtig toller Sommerduft, der einfach nur nach Eis riecht und nach Wassereis immer noch, meiner Meinung nach. Und ich finde halt immer noch, es riecht nach Erdbeer. Auch wenn kein Erdbeer drin ist, aber ich finde, es riecht nach Erdbeer. Machen wir weiter mit dem nächsten Duft, der auch schon im letzten Monatsrückblick mit dabei war. Und zwar Calm & Quiet Place, weil der ja ein Aufbrauchkandidat ist und ich den unbedingt endlich mal leer bekommen möchte. Und da lese ich euch auch nochmal schnell die Duftbeschreibung vor. Top Notes, Mandarinenblätter, Mid Notes, Jasmin und Zedernholz und Base Notes, Patchouli, Sandelholz, Amber und Moschus. Und der Duft ist einfach so mega. Ich kann es nur wieder sagen. Ich komme jetzt ein bisschen doof vor, weil ich es euch gerade erst gestern erzählt habe, aber theoretisch wären ja jetzt hier auch 4 Wochen dazwischen. Aber der Duft ist einfach so, so lecker. Ich liebe den Calm & Quiet Place. Oh, der ist einfach so toll. Ich wünschte, der wäre intensiver gewesen und wäre von seiner Art besser abgebrannt und ja, man sieht ja, wie schmierig das Glas ist. Ich wünschte einfach, der wäre etwas angenehmer zu ja, verdüffeln gewesen. Ich zeige euch auch nochmal diese riesen Dochtblume, die ist echt wahnsinnig groß. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt erkennen. Die ist wirklich sehr riesig und das ist auch der einzige Weg, die zum Poolen zu bringen, indem man den Docht eben lang lässt, weil mit kurzem Docht, no way, ging gar nicht. Genau, das waren die beiden und ich muss mal kurz gucken. Calm & Quiet Place hat von mir auch 3 von 5 Punkten wieder bekommen. Genau, als nächstes brannte dann aus derselben Kollektion, allerdings im letzten Monat ausgelassen, die Sun-Drenched Apricot Rose. Die mag ich ja auch total gerne, aber das ist einfach ein Duft, auf den muss ich wirklich Lust haben. Ah, der riecht schon sehr, sehr nach Aprikosen und Nektarinen und weniger blumig eigentlich irgendwie auch. Aber ich mag den trotzdem ganz gerne und ich hatte Bock drauf und deswegen durfte der brennen. Allerdings nur an einem Tag im Mai, aber egal, er gehört mit hier in die Reihe mit rein. Und die Duftbeschreibung ist Top Notes, sonnengereifte Aprikosen, Nektarinenblüten, Mid Notes, Apricot Rose, Gardenienblüten und Base Notes, Moschus und Puder. Genau, dass ihr so eine Vorstellung habt. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich schwanke manchmal zwischen der und Fresh Cut Roses und kann mich nicht entscheiden, welche ich besser finde. Ich mag sie beide gerne und es ist ein sehr schöner, floraler, fruchtiger Duft und auch die ist ein Aufbrauchprojekt, weil die ist ja auch so schlecht. Die ganze Linie war ja so schwierig mit dem Poolen und mit dem Abbrennen und keine Ahnung. Und ja, auch die wird aufgebraucht in nächster Zeit. Also wird vielleicht noch öfter auftauchen in den Warmgeschnuppert-Videos. Dann hatte ich als nächstes brennen die Black Cherry.
Das ist ja auch so ein ja, Standardduft, ne, aus der Standardlinie. Oh, der ist einfach mega, der geht immer. Ich muss immer dran denken an Hubba Bubba Kirsch. So riecht der für mich, so reine Kindheitserinnerung an früher, an den Hubba Bubba Kaugummi in Kirsch. Oh, so richtig schön künstlich, ich mag das so gerne. Diesen künstlichen Kirschduft ist echt top. Ich lese euch gerade nochmal die Duftbeschreibung vor, die ich aber ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich bin mir in letzter Zeit bei den Duftbeschreibungen von Yankee Candle nicht mehr ganz so sicher, ob die wirklich alle so stimmen. Also, ich lese auch manchmal auf der yankeecandle.com eine andere Duftbeschreibung als auf Yankee Candle UK. Und ja, keine Ahnung, ich bin ein bisschen. Aber gut, ich lese euch vor. Top Notes: Cherry und Almond, also Mandel. Mid Notes: Cherry und Zimt. Und Base Notes Sweet Cherry. Also es ist eigentlich wirklich nur Kirsch drin, Kirsch und Kirsch. Aber von Zimt und Mandel kann ich da nichts rausriechen. Das müsste ja eigentlich so ein bisschen marzipanigen Geruch haben, aber für mich nicht. Für mich riecht er einfach nur pur nach künstlicher, süßer Kirsche. Und ich mag den. Und deswegen hat er auch 4 von 5 Punkten bei mir bekommen. Genau, und dann kommen wir schon zum letzten Glas, das brennen durfte im Monat Mai. Und zwar mein absoluter Liebling. Und zwar, ihr wisst schon, Vanilla Cupcake. Und der musste einfach auch mal wieder sein. Ich hatte den mitgenommen in ja, einen Raum, der dringend eine andere Duftnote gebraucht hat, sage ich mal. Und da musste ich einfach eine meiner intensivsten Kerzen mitnehmen, die ich zu Hause habe, die auch für jedermann geht und deswegen musste Vanilla Cupcake mit. Oh, das ist so ein Traumduft. Ich liebe den einfach, diesen kurigen, teigigen Duft. Duftbeschreibung habe ich auch für euch. Top Notes: Vanilla Icing, Malted Sugar, Mid Notes: Cake, Butter, Chocolate und Base Notes: Cocoa und Vanilla Bean. Also das heißt, da ist auch Schokolade und Kakao drin, was ich immer noch sehr interessant finde, weil ich finde, dass man das null rausriecht. Für mich riecht er einfach nur nach Vanille, Pudding, nach frisch gebackenem Kuchen, Teig. Ich rieche da auch kein Frosting oder Icing raus. Ja, es riecht einfach lecker, lecker, lecker nach Vanille und das ist mein absolut liebster Vanilleduft, wisst ihr ja. Und das, der musste einfach mit, weil das für mich eine besondere Bedeutung hat, dieser Duft. Und deswegen habe ich den ausnahmsweise mal außer Haus entführt und der durfte mal woanders düfteln. Ja, genau. Das waren die großen Gläser, die ich gebrannt hatte im Mai. Dann hatte ich noch drei Melt-Cups an und die zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz. Einmal hatte ich wieder angehabt, das hatte ich ja im letzten Video schon erzählt, den Coconut Splash. Der durfte ja mittlerweile, wie gesagt, schon irgendwie 30 Stunden oder so düfteln und deswegen war der halt eben auch im Mai dabei gewesen. Und der ist einfach, oh, ich liebe den, der ist so schön. Der riecht für mich immer noch so nach einer Körpercreme, einfach nach einer Kokoskörpercreme. Und der duftet auch immer noch intensiv, obwohl der ja schon so lang drin war. Und ich finde, der hat sich auch, ich weiß nicht, ob der sich ein bisschen verfärbt hat. Der sieht irgendwie so ein bisschen gelblich aus mittlerweile. Ich weiß aber nicht, ob der war doch rein weiß vorher. Keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Ich liebe den. Der ist so schön. Umso öfter ich den anhatte, umso schöner fand ich den. So, und Coconut Splash habe ich ja im letzten Video nichts dazu gesagt. Aber weil es jetzt nur der eine ist, kann ich euch den nochmal vorlesen. Top Notes: Melone, Kokoswasser, Mango. Mid Notes: Kokosnuss und Kokosmilch. Und Base Notes: Vanille und Sandelholz. Und ja, ich finde den einfach mega. Der hat auch 4 von 5 Punkten bekommen, weil 5 Punkte bekommen halt einfach nur die wenigsten Düfte von mir, beziehungsweise zum Beispiel Vanilla Cupcake. Aber so toll ist Coconut Splash dann halt auch wieder nicht. Und deswegen hat der nur 4 von 5 Punkten bei mir bekommen. Genau, der nächste Melt Cup, den ich anhatte, den hatte ich auch schon im letzten Video angesprochen, war der Sicilian Lemon. Da hatte ich ja schon erzählt im letzten Video, dass ich da eine Votivkerze aufgebraucht hatte, die aber ja nicht so intensiv war, aber ich den Duft an sich irgendwie toll fand und dachte mir, ach komm, den bestelle ich mir jetzt mal im Melt Cup.
Und was soll ich sagen? Oh, das ist ein Traum. Der riecht so toll nach Zitrone und halt einfach nur nach Zitrone. Also da ist kein Schnicki-Schnacki drin, das ist wirklich einfach nur reine Zitrone. Und ich finde den an so manchen heißen Tagen fand ich den richtig toll und wollte den auch unbedingt testen. Und ich habe mir jetzt hier nochmal die Duftbeschreibungen aufgeschrieben. Top Notes, Meyer Lemon, Lime, Rindy. Mid Notes, Citrus, Lily und Rose, also Linie und Rose. Und Base Notes, Moschus. Und dazu muss ich jetzt nochmal sagen, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, die Duftbeschreibung von diesem Sicilian Lemon unterscheidet sich zur Duftbeschreibung auf der yankeecandle.com-Seite. Da hat auch, haben die Kerzen auch ein anderes Label und ich weiß nicht, ob der Duft neu aufgelegt wurde oder wie das jetzt läuft, weil er wie gesagt ein neues Label hat und auch eine komplett andere Duftbeschreibung. Und das würde mich mal interessieren, wenn einer von euch weiß, woran das liegt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der neu aufgelegt wurde oder ob das einfach ja, sich unterscheidet zwischen Europa und USA oder wie. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls stand da eine andere Duftbeschreibung und deswegen. Weiß ich nicht, aber der ist wirklich top. Also wie gesagt, reiner Zitronenduft und da ist auch für mich nichts anderes drin, außer wirklich pure, so richtig saure, herbe Zitrone. Also nicht irgendwie süß, so Zitronenkuchen, sondern wirklich richtig sauer und herb, frisch, fruchtig. Genau. Das ist der, genau, Sicilian Lemon. Und dann habe ich noch einen Melt Cup, der ist relativ neu bei mir eingezogen gewesen. Und den habe ich zum ersten Mal testen dürfen. Und zwar ist das Strawberry Lemon Ice. Den habe ich mir mitbringen lassen. Und ich finde den eigentlich auch echt cool. Ich glaube, den gibt es im normalen deutschen Standardsortiment nicht. Der hat ja auch hier ein US-Label, also ein schmales Label. Ich hoffe immer noch, dass die niemals so auch nach Europa komplett kommen werden. Aber ich weiß nicht, ob ich da umsonst hoffe. Oh, der ist toll. Ich habe hier die Duftbeschreibung. Top Notes Lemon Juice, Mid Notes Ripe Strawberries und Base Notes Simple Sugar. Also es ist wirklich nichts drin außer Zitronensaft, Erdbeeren und Zucker. Und so riecht er auch. Also, oh, der riecht echt lecker. Ich finde, das ist so ein richtig schöner Zitrusduft jetzt wieder. Es ist nicht so, der ist nicht so hart wie der Sicilian Lemon. Also er ist ein bisschen süßer, ein bisschen. Ja, fruchtiger, erdbeeriger. Aber sonst auch hat er auch diese tollen Zitrusnoten mit drin und ich finde ihn klasse. Der ist auch noch nicht so oft benutzt, also ich hoffe, der wird noch eine ganze Weile halten. Und das Melt Cup System ist einfach der Knaller. Also ich freue mich total über diese Melt Cups und dass ich mir das Centerpiece gekauft habe. Finde ich einfach richtig cool und ich mag die. Super gerne, wenn man mal irgendwie nur wenig Zeit hat und keine Kerze irgendwie poolen lassen kann oder so, dann sind die Melt Cups einfach toll. Auch wenn es leider noch nicht so viele Sorten gibt von Melt Cups, aber die neuen Linien werden ja eigentlich immer alle Düfte in Melt Cups auch rausgebracht und das ist eigentlich ganz cool. Ja, und Strawberry Lemon Ice hat 3 von 5 Punkten bekommen, genauso wie der Sicilian Lemon, weil sie okay sind, aber jetzt nicht irgendwie mega, mega toll, aber sind in Ordnung und. Ich würde sie auch wieder nachkaufen, also finde ich gut. Ja, ihr Lieben, und dann kommen wir zu den letzten beiden Düften. Ich habe noch, wie gesagt, ein Country Candle Daylight und ein Goose Creek Firefly und damit fange ich auch an. Einmal die Exhilarating Pineapple. Das ist auch ein ganz, ganz toller Ananasduft. Den fand ich echt mega. Da habe ich leider ein bisschen gepennt. Den habe ich ausgemacht, da war noch viel drin. Und der ging dann leider nicht mehr anzünden. Da ist dann nur noch der Docht runtergebrannt und der Rest vom Wachs ist drin geblieben. Aber das ist kein Problem. Das werde ich rausholen und in meine Duftlampe werfen. Weil der Duft ist einfach wirklich toll. Das ist einfach nur pure süße Ananas und auch ohne Schnicki-Schnacki. Und ich finde den echt mega. Und auch da habe ich wieder eine Duftbeschreibung für euch. Die Duftbeschreibung ist übrigens geklaut von Duft und Raum. Also ich hoffe, das ist okay, aber ich denke mal schon. Der berauschende Duft eines friedlichen Paradieses. Dieser Ananasduft ist cool und süß mit Zuckerwasser, Zitrone, Ananas und Vanilleschote. Ja, genau. Und so würde ich das auch sagen. Vanille rieche ich da jetzt nicht so wirklich raus. Der riecht jetzt für mich nicht so vanillig wie so ein Cocktail, also nicht wie der Pina Colada zum Beispiel mit Ananas-Kokos dann.
sondern eher einfach nur rein fruchtig. Und ich finde den toll. Den würde ich mir auch wieder nachkaufen, beziehungsweise auch im großen Glas kaufen. Und die brennen auch normalerweise super ab. Die sind auch eigentlich leer, aber wie gesagt, das war mein Fehler, dass ich die einfach kurz vorm Ende ausgemacht habe und dann geht die natürlich nicht mehr an. Ja, die ist aufgebraucht und dann hatte ich zum Schluss noch von Country Candle das Daylight von Fiji. Das war ja ein richtig toller Duft, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Der war ja kalt geschnuppert, richtig mein, also er war ja mein absoluter Favorit von meiner Duft- und Raumbestellung und ich muss sagen, dass der mich warm überhaupt nicht überzeugt hat. Ich lese euch noch mal schnell vor. Tauchen Sie ein in diese blumige und fruchtige Mischung aus Früchten, Wasserorchidee, grüner Kokosnuss, Kiwiblüten und tahitianischer Vanille. Dazu feine Akzente aus Ananas, Frangipani und Amber. Und ja, ich weiß nicht, warm war das für mich so sehr Kiwi und ich mag Kiwi einfach nicht so gerne. Und kalt hatte der so viele Facetten und so viel. Ja, ich weiß auch nicht, aber warm war der mir zu sehr Kiwi und leider nicht so meins. Schade, weil der war kalt echt toll, absoluter Favorit und warm leider nicht so meins. Naja, aber gut, kann man nichts machen. Getestet ist getestet und werde ich mir wohl nicht mehr nachkaufen, leider. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob ich ihm nochmal eine Chance geben würde, aber im Moment eher nicht. Ja, und dann kommen wir noch zu den Votivkerzen, die ich noch verbraucht hatte. Da hatte ich einmal, ich zeige es euch dann einfach im Nachhinein, dass ihr nicht gleich so gespoilert werdet. Ich hatte wieder vier Düfte verbraucht. Ich versuche immer ja vier Düfte pro Monat wegzudüfteln, entweder Tarts oder Votive. Und damit ich vier Label habe auf meiner Seite, das passt immer ganz gut und ich glaube, weniger würde auch einfach doof aussehen. Und ich habe angefangen mit Black Cherry. Das war noch bevor ich dann Black Cherry im großen Glas angebrannt habe, weil ich wollte die einfach aufbrauchen. Die sollte weg, weil ich habe ein großes Glas. Und dann stand die Votivkerze da rum und deswegen habe ich sie angemacht. Und Duftbeschreibung hatte ich euch ja eben schon vorgelesen. Duftabgabe bei der Votiv war 5 von 5 Punkten. Die fand ich top. Und insgesamt, wie gesagt, 4 Punkte, weil ja. Sie ist in Ordnung, ich mag die Black Cherry und von daher passt das für mich. Dann hatte ich als Votivkerze angehabt Riviera Escape. Ich zeige euch dann auch gleich die Label. Ich hatte Bock auf frische Düfte. Ich wollte mal ein paar frischere, die habe ich mir letztes Jahr im Sommer gekauft, habe sie nicht angehabt und wollte sie jetzt einfach mal testen. Und deswegen kommen jetzt drei frische Düfte. Die Riviera Escape ist noch so ein bisschen floral eher. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, unter welche Kategorie der fällt, weil der ja einfach, weil die Votivkerzen ja keine Kategorie draufstehen haben. Ich weiß nicht, ob der floral oder fresh ist. Jedenfalls war da auch die Duftbeschreibung etwas mager. Das hat Top Notes, Marine. Ja, Noten, dann Mittennotes, florale Noten, Bass, Seagrass und Amber. Also, das war jetzt wieder nichts irgendwie Brauchbares, aber ja, ne, ist auch okay. Ich fand, die Duftabgabe war nicht so doll, aber das Thema hatte ich ja im letzten Video schon, dass meine Votive irgendwie nicht mehr so doll Duft abgeben, umso älter sie sind. Und deswegen habe ich die Duftabgabe 3 von 5. Und insgesamt habe ich ihr 2 von 5 gegeben und ich glaube, ich würde sie auch nicht mehr nachkaufen. Also ich habe geschrieben, eventuell, vielleicht würde ich ihr nochmal eine Chance geben mit einer neuen Votivkerze oder einem Tarte dann, aber so jetzt nicht unbedingt. Dann hatte ich noch an Coastal Living und das war bei allen drei Düften, also ich sage es euch einfach, ich zeige es euch jetzt mal. Ich hatte noch Coastal Living an und Sea Air, da könnt ihr es hier nochmal sehen. Und die waren alle drei nicht mehr so ganz so dolle. Also die haben jetzt alle nur 2 von 5 Punkten für mich bekommen, weil sie einfach nicht mehr intensiv genug waren. Wobei ich echt sagen muss, dass auch Sea Air mich total überrascht hat und ich die eigentlich gar nicht so schlecht fand und ich mir die, glaube ich, nochmal nachkaufen würde. Ich lese euch nochmal vor. Coastal Living, Top Notes, Sea Salt, Mid Notes, Lavender, Marineflower, Base Notes, Moss, Coral, Musk. Also Moos, Koralle, wie auch immer, Koralle, Moschus, keine Ahnung. Und dann die Sea Air, Top Notes, Seawater, Salty Ocean Air,
Midnotes, White Zyklamen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich weiß nicht, was das ist, wahrscheinlich eine Blume. Rose, Beachflower und Basenotes, Sandelholz. Und ja, sie sind alle sehr würzig, sehr salzig. Es ist alles, hat alles was mit Meer zu tun, mit Seeluft, mit ja, eher, ich sag jetzt mal Nordsee anstatt irgendwie Malle Strand oder so. Also das ist schon eher, sind so ein bisschen herbere Düfte, ein bisschen maskulin. Aber ich fand sie eigentlich, wie gesagt, alle drei nicht schlecht, nur sie waren wieder so, ja, wenig intensiv, dass ich nicht viel sagen konnte. Also ich hatte alle drei im Bad an. Und wenn ich ins Bad reingekommen bin, kam mal so ein Hauch, aber nicht wirklich, dass ich jetzt hätte sagen können, oh toll, oder es war okay. Also ich würde sie eventuell alle drei auch nochmal testen, aber jetzt sind sie erstmal verbraucht und ich weiß nicht, ob ich sie nochmal jetzt nachkaufen würde, weil ich einfach noch so viele andere Düfte zum Testen habe. Aber ja, das waren meine Düfte für den Mai. Genau. Das war's, ihr Lieben. Das ist alles, was ich gedüftelt habe im Mai. Wie gesagt, ich bin nicht zu allzu viel gekommen. Ich habe auch ein paar Lücken wieder gehabt, aber das lässt sich einfach nicht vermeiden. Ich schaffe es einfach nicht, jeden Tag eine Kerze anzuhaben, gerade auch im Moment. Ich muss auch teilweise viel erledigen, bin viel unterwegs und da schaffe ich das einfach nicht, da irgendwie viel Kerzen anzuzünden. Meistens mache ich dann halt einfach einen Meltcup an oder schnell eine Votivkerze oder wie auch immer. Und ja, hier brennt übrigens immer noch die Snow in Love. Die hat sich ganz gut erholt seit gestern. Ich habe die jetzt weiter glimmen lassen, gestern den ganzen Tag, heute auch noch den ganzen Tag und die hat sich echt ganz gut erholt. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber die wird bald wieder komplett oben einen Pool bilden, hoffe ich doch zumindest, ist der Plan. Genau. Ja, ihr Lieben, ich werde euch wieder die ganzen Kerzen, die ich euch jetzt gezeigt habe, wenn ich die finde, bei Amazon verlinken in der Infobox als Affiliate-Link. Das kennt ihr ja alles schon. Habe ich gestern im Video auch gemacht, habe ich vergessen zu sagen, aber ihr kennt es ja mittlerweile, dass ich das eigentlich immer mache und deswegen denke ich, ihr wisst das schon, dass ihr da einfach nur reingucken braucht. Wen das interessiert, der kann da gerne nachschauen. Ansonsten habe ich ja auch öfter mal Düfte bei Duft und Raum bestellt. Da habe ich ja auch meine Hauls gezeigt und euch auch den Shop verlinkt. Also ja, genau. Gut, dann bin ich soweit durch mit meinen Düften für den Mai. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback da lassen. Ich weiß, dass ihr eigentlich dieses Format weiter behalten wollt. Das wurde ja auch alles schon jetzt geklärt, wie ihr das haben möchtet, falls es wieder wärmer wird im Sommer. Ich habe euch heute auch auf alle eure Kommentare geantwortet. Ich bin da ein bisschen langsam gewesen und habe jetzt ein paar Tage keine Zeit gehabt zu antworten. Aber ich habe eure Kommentare jetzt alle beantwortet. Und ja, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, immer her damit. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer weiter über Kommentare. Und ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.